Die stärksten Spieler in der stärksten Liga der Welt. Wählt jetzt euren Star in das All-Star-Team, das am 2. Februar 2013 in Leipzig auf die deutsche Handballnationalmannschaft trifft. Und das sind die Nominierten im rechten Rückraum. Sarko Marković von Frisch auf Göppingen. Ich glaube, wir haben letztes Jahr gegen Skopje gespielt, da hat er noch da gespielt. Ich glaube, das ist auch ein relativ wurfgewaltiger Spieler, der über die Kreuzungen kommt und da den Torerfolg sucht. Marcin Lijewski vom HSV Hamburg. Ja, Marcin Lijewski ist natürlich schon so lange dabei, dass der es verdient hat, da bei so einem All-Star-Game zu spielen. Der verfügt über so viel Routine und ist für seine 35 Jahre immer noch fit. Macht überragende Spiele. Alexandros Vasilakis von der MT Melsungen. Vasilakis ist so ein komischer Spieler, der unheimlich viel Potenzial hat, aber das mal überragend gut abruft und mal nur Fahrkarten wirft, ohne jetzt da despektierlich zu sein. Aber der ist mir, glaube ich, ein bisschen zu schwankend in den Leistungen. Alexander Pettersson von den Rhein-Neckar-Löwen. Alex Pettersson ist, ja, in meinen Augen sehr, sehr kompletter Spieler, sowohl vorne als auch hinten. Und es ist immer sehr unangenehm, gegen ihn zu spielen, weil der auch aus Situationen noch Tore macht, wo jeder denkt, da ist jetzt schon alles vorbei. Also das ist schon, ja, ein Favorit für mich. Andreas Rojewski vom SC Magdeburg. Er ist ein spielerisch sehr guter Halbrechter. Also er ist nicht nur einer, der gut und viel wirft, sondern hat auch seinen Nebenmann im Auge, vor allen Dingen den Kreisläufer, und spielt auch in der Abwehr sehr, sehr solide. Marco Wujin vom THW Kiel. Marco Wujin, den kenne ich jetzt nicht so genau, ist aber auch eher so ein weniger spielerischer Typ, sondern sehr, sehr wurfgewaltig. Und jetzt ist eure Meinung gefragt. Ab dem 19.11. könnt ihr abstimmen unter www.dkb-handball-bundesliga.de.